Ja, mal checken, ob ich noch Erdbeeren zwischen den Zähnen habe. Hallo zusammen. Heiko und Hanna waren nämlich gestern auf dem Flohmarkt und haben 1,5 Kilo Erdbeeren mitgebracht. Und ich habe erst gedacht, oh mein Gott, wer soll die alle essen, bevor die schimmelig werden. Und wir haben aber gestern Abend noch so viele Erdbeeren gegessen, weil die alleine, die sollen angeblich deutsche Erdbeeren gewesen sein. Und ich weiß gar nicht, gibt es schon deutsche Erdbeeren? Auf jeden Fall sind die super lecker gewesen. Also zuckersüß, schon alleine so, einfach nur zum Naschen. Und da haben wir uns gestern schon den Wanst vollgehauen von. Und jetzt habe ich gerade eben noch mal welche ein bisschen mit, also ich hatte den Rest jetzt eingezuckert. Obwohl die Zucker süß waren, aber ich mag diesen Saft so gerne. Kennt ihr das, wenn ihr die einzuckert und dann der Saft, der unten rauskommt? Oh. Und hab mir da so ein bisschen Sojamilch drüber gekippt und lecker. Es geht aber nicht um Erdbeeren, sondern wir haben am Wochenende für Hanna ja, Gummistiefel gekauft. Und zwar hatte ich, glaube ich, bei Aldi oder Lidl gekauft. Und die hat sie aber im Kindergarten mit und jetzt haben wir festgestellt, dass wir hier zu Hause nur noch die Kleinen haben in Größe, ich glaube 23, und denen ist sie inzwischen auch entwachsen. Und inzwischen braucht sie, also sie ist so zwischen 25 und 26 und jetzt haben wir bei Deichmann in Größe 26 welche gekauft und ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass sie sich für diese hier entschieden hat, die ich in den Händen halte, weil es gab auch welche mit so einem kleinen grünen Monster. Und ich hätte jetzt rein instinktiv erstmal gedacht, sie nimmt dieses kleine grüne Monster. Aber nein, sie ist dann tatsächlich auf Hello Kitty gegangen. Und ich muss selber sagen, also mir gefallen die natürlich sowieso viel besser als diese kleinen Monsterschuhe. Und freue mich, dass sie sich für die entschieden hat. Wenn ich die online finde, dann verlinke ich euch das unten, weil wir waren jetzt direkt im Laden und ja, zum Anprobieren ist es halt immer besser, gerade so bei Kindern und Schuhen. Und, aber wenn ich die finde und, keine Ahnung, ihr Interesse habt, dann verlinke ich euch die unten. So, also das sind Hannas Schuhe und fürs Video hat sie sie dann extra nochmal anprobiert und ja, ist da auch, glaube ich, ganz stolz drauf irgendwie. Neue Schuhe sind immer was Tolles oder allgemein neue Klamotten, da ist sie ganz Mädchen. Dann braucht sie neue Sandalen. Wir haben sie letztes Jahr noch in die Sandalen vom Jahr davor gequetscht, weil irgendwie waren die Sonnentage, an denen sie die Sandalen tragen konnte, die waren nicht so viel. Und da haben wir gedacht, oh, das geht noch, das geht noch. Und dieses Jahr geht es natürlich nicht mehr, weil jetzt sind sie wirklich zu klein. Und dann gab es auch wieder bei Lidl welche. Wir haben es aber leider einen Tag zu spät gesehen. Heiko ist dann in dem Moment, wo wir es gesehen haben, im Prospekt noch schnell rübergelatscht. Und ja, waren natürlich keine mehr da. Ich glaube, es waren noch zwei Jungspaare da, was mich auch nicht gestört hätte von den Farben her. Aber leider nicht mehr ihre Größe. Und ich dachte mir, also ich will einmal noch ein paar richtige offene Sandalen haben, wenn es wirklich richtig warm wird. Aber ich fand diese hier auch nochmal ganz praktisch, weil die haben hier vorne, ich sag mal, wie so ein Stoßdämpfer für die Zehen, ne? Dass man, gerade kleine Kinder, die laufen schnell und dass man dann so, ne, dass die Zehen vorne abschürfen, wenn sie dann irgendwie hinfallen oder irgendwie sowas. Ich sehe das förmlich vor mir. Und ja, dann haben wir die einmal mitgenommen. Die sind von der Marke Cupcake. Die haben so ganz süße Verpackungen. Da sind wirklich überall solche Cupcakes drauf abgebildet. Und die haben ganz niedliche Schuhe, muss ich sagen. Die verlinke ich euch auch unten, wenn ich sie finde. Und die gab es auch nochmal in weiß-rosa. Aber Hanna ist so ein kleines Schmuddelkind. Und daher, die werden nicht lange hell bleiben. Und deswegen haben wir uns gleich für diese Matschfarbe entschieden. Und sie ist da vorhin auch direkt gleich, nachdem wir dieses Video oder diese kleine Sequenz da gefilmt haben, einmal direkt in den Sandhaufen mit, bevor ich sie überhaupt daran hindern konnte. Und deswegen sind die von innen jetzt schon so ein bisschen leicht gelblich angehaucht. Aber ja, die fanden wir total süß. Die haben hier eben einmal vorne ein Klett und einmal hinten ein Klett zum Einstellen. Nichts Dramatisches, dass sie das auch alles selber schon kann. Und ja, süß, ne? Hier unten so Blümchen.
Und während wir dann das Kind vorm Fernseher geparkt haben, den es bei Deichmann ja gibt, obwohl ich glaube, den gibt es bei vielen Schulläden, ne? Gibt es extra so einen kleinen Fernseher mit Kinderfilmen. Da dudelt dann die ganze Zeit irgendwelche Disney-Movies oder irgendwie so. Hat Heiko geguckt, hat aber nichts gefunden. Und ich habe dann geguckt und habe natürlich direkt Schuhe entdeckt, wobei ich auch unbedingt Sandalen haben muss. Ich aber irgendwie die ganze Zeit auf so eine Aktion warte, von wegen Kauf 3, Zahl 2. Sowas gibt es ja ab und zu mal. Und Heiko meinte, sowas gibt es nur im Herbst. Ich habe da aber nie drauf geachtet, wann es diese Aktion gibt. Also falls das einer weiß, gerne einmal kommentieren. Deswegen habe ich mir noch keine Sandalen mitgenommen, weil das Wetter lässt es eh noch nicht zu, mit einer Sandale rumzulaufen. Hab mich dann aber für diese hier entschieden. Solche ähnlichen hatte ich ja letztens gekauft, die habe ich euch ja gezeigt. Und ich fand die so schön, die sind echt so schön. Und ich fand das auch schön, dass man die nicht schnüren muss. Bin ja auch so ein ganz fauler Bücker und Schnürer und am liebsten immer Schlupfschuhe. Und ja, fand dieses dunkle Denim-Jeans halt total schön und finde, die passen auch super zu meiner Hose. Das ist übrigens die Kick-Jeans, mit der ich immer noch total zufrieden bin. Das Einzige, was ich finde, ist, dass die so leichte... Ich habe sie jetzt nicht an, sonst würde ich es euch zeigen. Ich habe schon eine Pyjama-Hose an. Die hat so leichte... So ganz, ich sag mal, so Millimeter Fusseln kommen da überall raus. So ganz kleine, dünne Gummifusseln. Also von Weitem sieht man das nicht. Aber wenn ich so an mir runtergucke, sehe ich das. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das sieht so aus, als wie wenn man den Stoff zieht und dann lauter so kleine Gumminupsis irgendwie gerissen sind. Keine Ahnung, was das ist. Meine Freundin sagte, ich soll die umtauschen, aber ich habe die jetzt umnähen lassen, weil sie mir doch ein Tick zu lang war und ich habe ja jetzt nicht fürs Umnähen bezahlt, dafür, dass ich die jetzt umtausche. Von daher, also es ist auch echt minimal, man sieht das kaum. Man sieht es wirklich nur, wenn man ja direkt auf die Hose guckt. Aber es geht ja eigentlich um die Schuhe und ich muss sagen, die passen super zu der Hose und auch von der Länge der Hose her, wie sie jetzt ist, wie mein tapferes Schneiderlein die genäht hat. Ja, also ich habe mich direkt in die verliebt, die gab es in verschiedenen Farben und aber das war so gleich so, meins, ja. Also das war mein kleiner Deichmann-Schuhhaul. Die Schuhe, die ich entdecke, die sind ja nur drei geworden. Die verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Und ja, sagt mir Bescheid, wenn ihr irgend so eine Aktion oder sowas entdeckt. Dann gucke ich auf jeden Fall nochmal nach Sandalen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!